kommen da bei uns aus der Stube und fragt mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Heute reden wir über ein tolles Thema, über die Tracht. Weil die Tracht ist im Kämmen. Ob beim Herbstfest in Rosenheim, beim Gauderfest in Zell am Ziller oder beim Oktoberfest in München. Die jungen Leute leben und lieben die Tracht und sie nehmen sie an, so wie sie ist. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir taten alle miteinander gar nicht glauben, wie lange man bei uns schon im Land Tirol Trachten trägt. Im 6. Jahrhundert vor Christus, das muss man sich vorstellen, ist der Ranzen, also der Männergurt der Tiroler, schon getragen worden. Und auch wenn sich die Formen, die Farben und auch die Symbole geändert haben, so ist die Nachricht eigentlich immer die gleiche geblieben. Es ist ein Bekenntnis zu den Leuten, zur Heimat und zur Tradition. Und es ist unkommerziell. Und das ist die tolle Sache daran. Man muss eines sagen, Tracht ist nicht immer gleich automatisch Tracht. Man hat früher aus der Tracht viel mehr rauslesen können. Standeszugehörigkeiten, ob jemand Single oder verheiratet oder auch im schlimmsten Fall verwitwet ist. Sogar die Zugehörigkeit zu Tal- und Ortschaften oder zu gewissen Bezirken hat man da rauslesen können. Das Wichtigste, was bei uns in der heutigen Zeit bei der Tracht noch erhalten geblieben ist, ist der Trauerflor. Seit 100 Jahren ist unser Land in zwei Teile geteilt, Nord- und Osttirol und Südtirol. Und das erinnert an den Horror der Vergangenheit und an den Schmerz, den wir Tirol erlebt haben in dieser Zeit der Trennung. Und es gibt uns Hoffnung, dass wir in diesem europäischen Projekt und in der Zukunft wieder zu einer Einheit werden. Und dementsprechend ist es wahnsinnig wichtig, dass wir im Allgemeinen die Tracht erhalten und dieses Kulturgut weiter fördern und an die nächste Generation weitergeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nichts gibt, wo eine Frau schierer drin ausschaut und wo ein Mann schneidiger ist. Es ist unsere Pflicht, das zu erhalten. Macht es gut.